Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Natürlich. Feiges Miststück. Das heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Ei, schade. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffards Absud. Haltet durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wese mir. Leo ist tot. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Meditation. Links klickt auf das Meditationssymbol, um den Meditationsmodus zu wechseln. Tipp. Wählt jetzt die Dauer der Meditation aus, indem ihr das Mittags-, Morgengrauen-, Mitternacht- oder Dämmerungssymbol anklickt oder indem ihr den Meditationsschieberegler verwendet. Okay, wir sehen uns später. Ihr habt Talente verdient, verwendet diese, um Charaktereigenschaften auszubauen, einschließlich Attributen, Zeichen und Kampfstilen. Wählt die Eigenschaft, die ihr aufwerten möchtet, aus mit der linken Taste und dann wählt unter den markierten Auswertungen aus dem Fähigkeitenbaum rechts. Was? Um eure Auswahl auszuführen, links klickt das Stundenglas, um sie zu löschen und neu auszuwählen, klickt auf Löschen. Okay, was haben wir hier? Stärke, Stärke 4, Stärke 3, what? Stärke Stufe 1, Schwips. What? Parieren, Position, Inbrunst, Looten, Okay, what the hell is going on? Gewandtheit, alles klar. Art, Stahlschwert auf jeden Fall. So. Erster Angriff in einer Sequenz besteht aus zwei Hieben. Macht mehr Schaden. Das ist gut. Was haben wir denn hier? Das sind Bronzepunkte, Charakterstufe plus 1, Silber 15, Gold 34. Wow. Okay. Können wir das hier einfach... Stärke, Gewandtheit und Ausdauer. Ah. Zweiter Angriff in einer Sequenz besteht aus zwei Hieben. Okay. Bluten erfordert Bronzetalent. Ah, das geht. Okay. Das ist natürlich nice. Okay, easy. Also Bluten, zerschmetternder Hieb. Ja, ja, ist okay. Also wir können das verteilen, wenn wir meditieren. Das ist gut. So, starker Stahl auf jeden. Warte mal, wir haben Stärke Stufe 2. Geht nicht. So, Stärke Stufe 1 auf jeden.
Dann Gewandtheit, Angreifen plus 5, Ausweichen plus 5, Blenden, Einäschung, Resistenz, Ausdauer plus 2%, Regeneration, Gift, Schmerz, ja, das ist wichtig. Moment, wie ist es denn hier eigentlich mit Stärke? Vitalität, okay, das geht auch mit der Vitalität einher. Das sind Angreifen, Ausweichen, Ausdauer 2, Intelligenz, Zeichen, Basis, was? Intensität plus 10, ja gut, Zeichen sind natürlich auch wichtig. Ha, wir gehen auf starker Stahl. Definitiv, ah, das haben wir schon drin. Ja, okay, jetzt haben wir noch ein Talent über. Schneller Stahl. Angriff 100%, jupp. Ja, das klingt doch eigentlich sinnig, oder? Das können wir einfach so da drin lassen, oder wie? System, Alchemie, Karte, Held. Held? Ah ja. Ja, okay, cool, passt. Tagebuch, Quests, Orte, Charaktere. Der Professor, Wesemir, ist der älteste und erfahrenste Hexer, wahrscheinlich älter als Kermoren selbst. Er verbringt jeden Winter in der Festung und bricht im Frühling wie alle anderen auf, um durch die Welt zu ziehen. Wesemir ist trotz seines hohen Alters rüstig und voller Leben. Viele Jüngere könnten ihm und seine Gesundheit beneiden. Er ist ein ausgezeichneter Fechter und hat mich im Schwertkampf ausgebildet. Er hat zahlreiche Hexer erzogen, mich eingeschlossen. Seine Schüler behandeln ihn wie einen Ziehvater. Leo war vermutlich der letzte Schüler des alten Hexers. Der Tod des jungen Mannes hat ihn tief erschüttert. Triss. Zusammen mit mir und den anderen Hexern kämpfte Triss bei der Verteidigung von Kaer Morhen. Die Zauberin stellte sich dem mysteriösen Magier entgegen, einem der Anführer des Angriffs. Sie wurde verletzt und verlor das Bewusstsein. Ironischerweise ist Triss allergisch gegen Magie und kann nur mit natürlichen Heiltränken wiederhergestellt werden. Richtig gut. Leo ist der jüngste Bewohner von Kaer Morhen. Er ist kein vollwertiger Hexer, denn obwohl er seine Ausbildung abgeschlossen hat, wurde er noch nicht der Mutation unterzogen. Leo macht einen unerfahrenen, hitzköpfigen Eindruck, aber er ist gutherzig und freundlich. Es scheint, dass Leo von mir fasziniert ist. Ich wurde sein Idol, als er die Balladen über den weißen Wolf gehört hatte. Leo wurde vom Professor getötet, einem Redelsführer des Angriffs auf Kaer Morhen. Der Junge war zu hastig und unerfahren. Ich konnte ihm nicht helfen, obwohl ich direkt neben ihm stand. Lambert, der junge Hexer, den ich in Kaer Morhen traf, hat wirklich eine scharfe Zunge. Triss Merigold gegenüber ist er besonders unhöflich. Er spricht sie mit ihrem Nachnamen an. Geheimnisvoller Magier. Der Magier griff Kaer Morhen an, weil er die in der Festung verwahrten Hexergeheimnisse stehen wollte. Einer der Anführer der Streitmacht, die Kaer Morhen angriff, war ein so mächtiger Hexenmeister, dass nicht einmal Triss Merigold ihm trotzen konnte. Die Organisation, die er anführt, trägt das Symbol des Salamanders oder eines Salamanders. Eskel, der ruhige und vernünftige Hexer aus Kaer Morhen, ist mein Gefährte. Ich frage mich, woher er seine entstellende Narbe stammt. Der Professor, einer der Anführer des Angriffs aus der Salamandra auf Kaer Morhen, war ein Mann, der Professor genannt wird. Offenbar ein listenreicher Meuchler. Der andere Anführer war ein Magier. So, die Quests haben wir hier durchgepimmelt. Laboratorium. Das berühmte Hexelaboratorium birgt die bestgehütesten Geheimnisse der Bruderschaft. Mutagene Pflanzen, halluzinogene Pilze, yeah. Und natürlich Stimulantien und Zutaten für Tränke. Hier müssen sich die jungen Lehrlinge der unglaublich schmerzhaften Prüfung der Gräser unterziehen, die nur wenige überleben. Und dann, die dann allerdings mit übermenschlichen Kräften ausgestattet sind. Hallo, Vivi. Keck. Kaer Morhen ist eine unzugängliche Bergfeste, die seit Jahrhunderten die Hexerzunft ihr Hauptquartier, in der seit Jahrhunderten die Hexerzunft ihr Hauptquartier hat. Der Name leitet sich aus der Elfensprache ab, in der Kaer Amuhirn so viel wie Festung vom Alten Meer heißt. Die Burg hat die besten Zeiten längst hinter sich, Zinnen und Burggraben sind verfallen, ein kalter Wind weht durch die geräumigen Hallen, momentan lebt nur eine Handvoll Hexer hier. Aber einst absolvierten viele Knaben die grausame Ausbildung im berüchtigten hellen Loch von Kaer Morhen. Ich auch nicht, Vivi, muss ich ganz ehrlich sagen. Ungeheuer, Zero, Formeln. Waldkauz, gut, haben wir jetzt ja schon mal herausgefunden, was es ist. Schwalbe und Donner auch. Zutaten haben wir hier. Okay, die sind jetzt eigentlich auch nicht so wichtig. Hexenmeister. Nur wenige Individuen haben das Zeug zum Zauberer und viele mit diesem Potenzial sind zum Wahnsinn verdammt. Wer die fragliche Person auch als Quelle bezeichnet, nicht schleunigst erlernt, ihre Macht zu kontrollieren,
mag sie oder er als halb verrücktes, sabberndes Orakel enden. Deshalb wurden die Schulen für Zauberer eingerichtet, an denen begabte Kinder viele Jahre lernen können, die magischen Fertigkeiten zu meistern. Ihre Macht lässt Zauberer langsamer altern als normale Menschen. Sie können magische Energie aus den vier Elementen extrahieren, sich über weite Strecken befördern und sie können heilen, aber auch im Handumdrehen töten. Ihr wissenschaftliches und politisches Wissen ist enorm. In Hinsicht auf Letzteres kommen viele Zauberer Staatsoberhäuptern gleich. That is nice und die Tutorials brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Die lesen wir ja immer direkt mit. Und danke für die 20 Stars at Anonymous. Ja, eigentlich ist das schon bitter. Und Luft holen nicht vergessen auch. Deswegen dachte ich mir, es ist wieder auch mal Zeit, das hier zu zocken. Warte mal. Moment, was war das hier? Tagebuch. Ah ja, Prolog. Alles klar, Quests, Phasen, Leos Tod. Okay, cool. Alles klar, soweit so gut. Wir meditieren jetzt. Reicht's? Eine Stunde. Hm? Ja, komm, eine Stunde genügt. How? Bis Mitternacht, bis zur Morgendämmerung. Was haben wir jetzt? Mittag. Morgengrauen. Kann ich jetzt... So? Ne, das wären 2 Stunden. Ja, kann ich jetzt hier einfach mal meditieren oder... Und hier war's. Das A-Zeichen, okay. Danke für 50 Sterne. Nice, vielen Dank. Wo kann ich jetzt ihm sagen, dass ich hier meditieren will? Jetzt sofort oder? Ach so, startet die Meditation. Okay. Ja, komm, 2 Stunden, geht ab. Meditate some. Wow, cool. Okay, hier sind wir wieder. Gucken wir mal, können wir irgendwas abgreifen? Wesemir und Kleiderschrank. Ja gut, was macht Wesemir denn hinterm Kleiderschrank? Ich gucke erstmal da rein. Was haben wir denn da? Schwalbentrank. Alle transferieren. Upsi. Und dann... Na, Schwalbe. Da. Dahin. Na, dahin. Bang. Okay. Wesemir, sup? Eskel kam vorbei, während ihr euch ausgeruht habt. Triss ist noch bewusstlos, aber stabil. Das beruhigt mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wolf. Wir verlassen Kaer Morhen. Hier hält uns nichts mehr. No. Ich verstehe. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Wie braue ich den Trank? Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören: Endlich wach, Merigold. Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Ich bin im Hauptsaal. Gut. Na, das klingt doch richtig lecker. Links klickt auf das Rollensymbol und ihr drückt J, um das Tagebuch zu öffnen. Drückt auf Quest, um eure nächste Mission zu sehen. Wählt den Quest, Trank für Triss. Dann links klickt auf Quest verfolgen, um die Mission auf der Karte zu verfolgen. Okay, J ist das Questlog. Verteidigung von Kaer Morhen da. Ja, ich meine, Leos Tod, genau, damit sind wir durch. Was? Nur aktive Quests anzeigen, ja nein. Alle Questarten anzeigen. Ah! Alles anzeigen ist gut. Moment, das heißt, verfolgter Quest. Heißt aber auch, ich muss mich in der Burg umsehen und mich vergewissern, dass mit den anderen alles in Ordnung ist. Gut. Und jetzt hier, Quest auf der Karte verfolgen. Und Kreis der Elemente, alles klar. So, dann sehen wir doch, was wir zu tun haben. Einst blickten sie mich hier drauf. Wo drauf? Da drauf? Oh ja.